So, ahoi meine Lieben, Sidcast hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. Was brummt da jetzt so? Ja, ich bin immer noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich bin dabei im Voraus aufzunehmen, damit ich im Urlaub mich mal nur um meinen Urlaub kümmern muss und nicht aufnehmen muss. Ja, leider ging das heute alles wieder nicht so gut. Es ist viel zu spät, also heute schnell 2 Folgen. So, das war ja ein ganz schön harter, eiteriger Brocken, den wir da schlucken mussten. Nee, eine bittere Pille. Und jetzt sind wir in dieser recht vertrauten Umgebung wieder zu uns gekommen. Ein wenig strange. Und genau an der Stelle möchte ich ein bisschen darüber erzählen. Erst einmal, dass wir tatsächlich relativ viel Aufwand hatten, den dritten Teil, also Goodbye Deponia, ein wenig umzuschreiben, nachdem wir die ersten beiden Teile eigentlich genau so umgesetzt haben und durchproduziert haben, wie sie in meinem ursprünglichen Konzept, das halt zu Beginn der Produktion von Goodbye Deponia schon fast 5 Jahre alt war, vorgesehen waren. Ich kam mir vor wie Cary Grant bei den Dreharbeiten zu Der unsichtbare Dritte, aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Wir hatten diverse Ideen, wie wir tatsächlich diesen Tiefpunkt von Rufus illustrieren, der eigentlich in dem ursprünglichen Konzept bereits an der Küste von Porta Fisco stattfinden sollte. Und wir wollten Rufus quasi in diesem Screen, den wir schon aus dem zweiten Teil kennen, wo wir zum ersten Mal den Goon getroffen haben, an die Küste spülen lassen und dort halt diese Tristigkeit ausbaden. Das war das alte Konzept, aber das wäre viel zu kurz gewesen. Also wäre von der Länge her und von der Spieltiefe nicht den anderen beiden Teilen mehr gerecht geworden. Deswegen habe ich mir tatsächlich nochmal ein halbes Jahr Zeit genommen, um halt diesen dritten Teil komplett umzuschreiben und zu erweitern. Und dies ist eine der ersten Szenen, die halt komplett neu dazugekommen sind. Und die Idee, dass wir für diesen Tiefpunkt von Rufus, diese Hölle, was könnte denn für Rufus mal so eine richtige Hölle sein, dass wir dafür den Tutorial-Raum wieder benutzen, der kam tatsächlich von meiner Freundin, von der Anne. Die hatte diese Idee und die fand ich tatsächlich so unsagbar gut, weil wir dadurch halt auch diesen Tutorial-Raum ein bisschen erklären, was schon ein bisschen strange ist, dass der hier über die 3 Teile verteilt immer wieder auftaucht und Rufus ja auch schon annimmt, dass es sich so um so eine Art Albtraum-Szenario handelt. Dass wir, wenn wir plötzlich in diesem Raum wieder landen, Rufus davon ausgehen muss, dass er gestorben ist und in der Hölle gelandet ist. Und das, obwohl er eigentlich es gar nicht mit Worten so richtig ausformulieren kann, weil er, und das ist eine weitere Idee hier gewesen, ich wollte ihm auch seine Kommentierfreudigkeit halt hier wegnehmen, um so richtig zu zeigen, er ist total am Boden und deswegen sagt er eigentlich gar nicht mehr wirklich was. Er hat noch nicht mal mehr Bock, halt irgendwas zu kommentieren und seufzt deswegen die ganze Zeit. Was ja sicherlich auch eine darstellerische Herausforderung war. Ja, es war sehr klug, mich hier nichts sagen zu lassen. Ich hätte nämlich gar nichts gesagt, sondern ich hätte etwas gesungen. Wenn man den Raum nämlich einfach so unbedarft so sieht, fällt einem ein Chanson dazu ein. Wie man diese Beleuchtung und dieses Dekor, das erinnert mich an das Chanson. Oh, hey, wir fahren in Puff nach Barcelona. Oh, hey, oh, hey. Aber zum Glück durfte ich ja nichts sagen. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schade finde oder nicht. Ja, was ich dazu überhaupt mal sagen wollte, ja, dieser ganze Kram, wir sind jetzt irgendwo in den 70er Folgen, also 70 mal 20 Minuten, das ist schon enorm viel Spielzeit, die wir hier haben. Und das Konzept, wie er gerade sagte, also im Gro stand das alles schon. Und da frage ich mich dann auch, wie komme ich auf so eine Geschichte? Das finde ich wahnsinnig irre und stark eigentlich. So, wir gucken aber erstmal auf den Plan. Wir haben noch bestimmt einen Plan. Achso, wir sollen den Kreis durchbrechen und das Ganze beenden. Ich glaube, da habe ich letzte Folge kurz mal reingeguckt. So, es ist ein Tutorial, nur leider haben wir diesmal niemanden zum Reden außer Poki, aber der hat schon was gesagt. Och, der Arme. Ja. Okay, wir müssen das Ying wieder hier einsetzen, denke ich mal. Knopf drücken. Au. Was ist denn jetzt los?
Okay. Ist das so eine täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte? Ja. Ja. Was soll ich machen? Ich kann jetzt den wieder mal hier in die Aussparung setzen. Und dann kann ich einen Knopf drücken. Ja, wir müssen den Kreis durchbrechen. Aber ich kann dir das hier nicht rausnehmen. Ja. Also übersehe ich hier irgendwas? Ich habe das Ying, ich habe die Aussparung, ich habe den Knopf. Ansonsten habe ich nichts. Ja. Hä? Kann ich jetzt das rausnehmen? Ja. 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 Geht's hier rüber irgendwo? Ha! Es ist ja. Aha. Und jetzt? Ja. Warte mal. Kann ich das Ying auf die Bodenplatte legen? So, jetzt habe ich hier nämlich auch die merkwürdige Bodenplatte. Nimm mal das Ying. Pack das mal hier auf die Bodenplatte. Aha, okay. So, jetzt können wir hier nämlich durchgehen. Was haben wir hier? Eine Konsole und einen Stromumkehrer. Was können wir mit der Konsole machen? Ein Minigame. Hä? Sicherung? Oder zurück? Ach du Scheiße. Hä? Moment, die Dinger haben ja alle eine unterschiedliche Farbe. Aber wofür ist das jetzt gut? Was mache ich da? Ich habe einen Stromumkehrer. Behalte ich das Zeug, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke? Oder rutscht das alles wieder zurück? Oh, wir haben jetzt hier irgendwas geändert. Da habe ich wahrscheinlich zwei umgedreht. Ach so, nee, hier fehlt ja noch das Ying, das Yang. Oder können wir jetzt den Stromumkehrer hier einbauen? Und jetzt? Und jetzt? Nochmal einen Knopf drücken? Zum Fließband. Aha. Ach, Rufus. Aua. Hä? Okay, warte mal, das hat doch was mit der Konsole hier zu tun.
Guck mal, wir haben hier Feuer, den Knüppel. Dann werden wir zersägt. Dann haben wir gefrieren und dann haben wir, das war hier das Laserschwert, ne? Anleitung. Ah, na prima. Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll, Tipp gefällig, ja? Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen. Wenn er eine feste Konsistenz hat. Aha. So. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit zersägen. Dann wieder zusammenschweißen. Dann würde ich sagen, erst ein vereisen, dann wieder auftauen und zum Schluss gibt eine vom Bringen, aber das werden wir überleben, oder? So, schauen wir mal, das werden wir überleben. Hey, das ist Rufus. So, und vor allem, wenn wir jetzt hier runterkommen, müssen wir schnell auf Poki drücken. Poki. Die, ja, und Farbmetrik spielt ja auch ein. Und, aber. Ey, was denn jetzt? Und jetzt? Da ging ein grünes Licht an. Aber wieso? Hä? Los, hüpfen wir mal. Tja. Die. Ja, und Farbmetrik spielt ja auch eine. Und. Aber. Nein! Das ist doch scheiße! Ja, und aber auch. Jetzt ging das erste grüne Licht an. Irgendwas habe ich ja jetzt falsch gemacht. Also, irgendwas habe ich. Moment, dann machen wir mal anders. Vielleicht gibt es hier einfach nur mehrere Möglichkeiten oder was? Wir nehmen mal den nach da. Den nach da, den nach da. Dann los. Und Rufus redet gar nicht mehr. Der ist so. Genau. Ja, und Farbmetrik spielt ja auch ein. Und. Aber. Farbmetrik spielt ja auch eine Rolle. Jetzt? Hä? Wir haben jetzt hier aber noch keinen weiteren Tipp. Also, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Warte mal. Mach mal so. Ach Mensch, Rufus. So, jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt gibt erst einen auf den Kopf. Rums. Dann werden wir zersägt. So, jetzt werden wir wieder zusammengeschweißt. Eingefroren. Aufgetaut. Bling. Ich krieg nur einmal grün. Warum? Verstehe ich nicht. Darwin Award, na super. Wofür auch immer der gut ist. Doch
mal hier kurz in die Anleitung. Wenn er eine feste Konsistenz hat. Warte mal, Moment. Erst gibt ihn auf den Kopf. Also da glaube ich mal, das überleben wir so. Dann zersägen wir. Dann einfrieren. Dann zusammentauen und dann wieder zusammenschweißen und dann auftauen. Versuchen wir das. So, los. Mach das Ding hier auf und runter mit dir. Ja. So, was haben wir denn jetzt? Also, erst einen auf den Kopf. Bing. Dann zersägen. So, jetzt einfrieren. So, jetzt wieder zusammenschweißen. Jawohl. Und jetzt auftauen wieder. Ja, super. Moment mal, warte mal, vielleicht erster Segen, dann einfrieren, dann mit der Keule innen drauf, dann wieder zusammenschweißen und dann auftauen. Aber warum sehe ich sehe so blöd braun aus, dann, wenn ich da aufgetaut werde? Aber wenn ich Feuer mit dem Feuer mache, dann werde ich doch zu Asche gebrutzelt, oder nicht? Warte mal, vielleicht erst einfrieren. Ja. Oh oh. Okay. Bling. Okay, also wenn ich gefroren bin, darf ich keine auf den Kopf kriegen. Doch, dann hätte ich den nach vorne. Zack. So, dann einfrieren, dann zersägen, dann zusammenschweißen, dann wieder auftauen. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Bling und los. So, also. Das gibt nur ein blaues Auge, das ist nicht schlimm. Einfrieren. Versehen. Zusammenschweißen. Auftauen. Ich verstehe es nicht. Na, aber andersrum, wenn ich erst Feuer mache. Funktioniert also nicht. Weil wenn ich Feuer abkriege, wenn ich nicht gefroren bin. Aua. Aschehaufen. Einfrieren. Zersägen. Zusammenschweißen. Ist die Sicherung, die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommen soll. Wir sollen. Vielleicht muss ich das mit dem Knüppel. Wenn ich mich erst verbrennen lasse und dann mit dem Knüppel ihnen gebe, bin ich ja nur Asche. Der dürfte der wenig Wirkung haben, oder? So, dann.
ja. Ich bin bald so weit, dass ich es wieder mit Zählen versuche hier. Ja. Ja? Nee. Das funktioniert so nicht. Dann wüsste ich, was das scheiß grüne Licht da am Ende bedeuten soll. Ich hab auch bloß noch Konsole und Dings. Was war das hier? Ach, der Laser. Der Tipp sagt ja, dass ich, also der Laser muss auf jeden Fall nach dem Zersägen kommen. So, und wenn ich verbrenne, bin ich nur ein Haufen Asche. Das ist ja doof. Also ich glaube nicht, ich muss erst einfrieren und dann wieder auftauen. Erst einfrieren. So, wenn er mich aber eingefroren kloppt, gehe ich kaputt. Also, der muss als erstes. So, und zusammengeschweißt werde ich nur, wenn ich feste Konsistenz habe. Also, frieren, sägen, zusammenschweißen, auf. Das hatte ich doch aber schon 100 Mal. Aber das erscheint mir die einzig logische Geschichte. Ja, so fühlt mich auch langsam. Was ist das wieder für ein dummes Rätsel hier? So, da kriegen wir ein blaues Auge, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Aber vielleicht darf ich auch nicht mit Blau. Aber auch das Auftauen zum Schluss. Ich komme ja dann als Aschehaufen unten an. Warte mal, kann ich hier einfach ihn wegnehmen und abhauen? Nee. Und mehr habe ich hier nicht. So, wenn er mich eingefroren haut, werde ich zur Krümelkiste in Stücke gehauen. Als Aschehaufen hauen ist genauso dämlich. Tja. Ich muss erstmal die Folge jetzt beenden hier. Ich weiß auch nicht. Erstmal danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.